begrüße Sie ganz herzlich zu Ausschnitten aus meinem Kabarett-Comedy-Programm Panierfehler, ein Fischstäbchen packt aus. Mögen Sie Fischstäbchen hier in Frankfurt? Darf ich mal eben abklären? Ja? Tatsächlich? Also, man denkt ja bei Fischstäbchen immer als erstes an Kinder. Aber ich habe jetzt gelesen, jedes zweite Fischstäbchen wird von Erwachsenen gegessen. Die Deutschen, die essen im Jahr 1,8 Milliarden Stäbchen. 1 Milliarde davon alleine Rainer Kallmund. Das ist so. So, und jetzt habe ich mir gesagt, komm, Fischstäbchen sind ungesund, geh mal Sushi essen. Habe ich gemacht, bin ich in eine Sushi-Bar gegangen, ist überhaupt nichts für mich. Ich bin entscheidungsschwach. Und dann läuft da dieses Laufband rum. Da soll man sich runternehmen, was man gerne essen möchte, ja? Also Maki-Sushi, Nigiri-Sushi, Kawasaki-Sushi, Hindukushi-Sushi, Barbara-Rushi-Sushi. Lauter Reisröllchen im Algensack laufen an mir vorbei. Kann ich mich nicht entscheiden. Gut, man kann mal zum Spaß auch mal sein eigenes Butterbrot da draufstellen und gucken, wie weit das kommt. Morgen gehen sie alle in die Sushi-Bar, ne, mit dem Büterkin. Nee, ist das was für dich, Sushi? Ist das, ja? Darf ich mal fragen, wie heißt du? Tobias. Tobias. Ja, du magst das, ja? Ich denke immer, roher Fisch, weißt du gar nicht, was da drin ist. Ist egal, ja? In so einem Hähnchen, da weiß es. Antibiotika, ganz genau. Kann sich drauf verlassen, so super, oder? Ja, ich finde das praktisch. Ich meine, ist doch super, Antibiotika am Hähnchen. Guck mal, ich habe neulich am Hähnchengrill gestanden und habe zur Verkäuferin gesagt, das ist aber teuer, das Hähnchen. Haben Sie nicht auch eins von Ratio Farm? Habe ich das billiger gekriegt? Probier das mal aus. Das funktioniert. Ja, aber ohne Witz, ist überall Zeug drin. Ne? Antibiotika am Hähnchen, Pestizide in der Paprika, Kinder in der Schokolade. Im Fisch, ja, der tut weh fast schon, ne, Tobias? Im Fisch, da haben sie jetzt Schwermetalle gefunden, weil die Surfer ihre Piercings nicht rausnehmen. Da ist doch nichts, ne? Ich meine, da weiß man doch gar nicht mehr, wie man seine Kinder gesund ernähren soll. Darf ich mal fragen, wer von euch hat Kinder hier? Wer? Wer hat keine? Der Rest ist schwanger, ja, ist klar. Sehr schön. Von denen, die keine Kinder haben, wer will welche? Ah, okay. Wer will welche, aber nicht mit dem Partner, mit dem sie gerade zusammen sind? Guck mal, da zeigt zwei. Ja, naja, was ist ja so? Ich meine, gut, es kriegt heute eigentlich eh keiner mehr Kinder, weil es gibt ja jetzt die Pille für den Mann. Das iPhone. Na, ist ja so, ne? Seitdem mein Freund so ein Ding hat, so ein iPhone, da wird nur noch gefummelt. Aber nur am Touchscreen vom iPhone. Mein Touchscreen, der ist so unbearbeitet wie die Großhirnrinde von Daniela Katzenberger. Ja? Da läuft überhaupt nichts mehr, kannst du vergessen. Oh Mann. Das geht so weit. Das iPhone, das liegt sogar zwischen uns im Bett. Er nennt es Uschi. Ja, weil Uschi hat einen Schlafphasenwecker. Kennen Sie das? Das misst seine Atmung, kriegt mit, wann er sich wie rumdreht und weckt ihn dann für ihn passend zum richtigen Zeitpunkt auf. Früher hieß das Mutti. Ja. Ist doch, weißt du, was viele vergessen, das Handy sollte ja mal die Kommunikation zwischen zwei Menschen verbessern. Das klappt irgendwie. Mein Freund fing halt permanent auf diesem Ding rum. Gut, Männer reden eh nicht viel, das wissen wir. Früher war es oft nur der Satz, es ist nicht so, wie es aussieht. Heute hörst du nur, bin am Laden. Das klingt doch schon nach Terror, ja? Hör mal, pass auf. Mein Freund hat die Liebesakt-Bewertungs-App. Hat die jemand? Nee. Tobias? Nein. Ehrlich. Also, neulich bei uns im Schlafzimmer ging es zur Sache. Ne? Plötzlich fängt der an zu stöhnen, wie verrückt. So, oh. Ich denke, was ist los? Gibt es Verletzte oder was? Ne? Da schnappt er sich sein iPhone und sagt, nee, guck mal hier. Das ist die Liebesakt-Bewertungs-App. Wollte mal testen, wie ich so bin. Sag ich, kann ich dir sagen. Ja, pass auf. Mann, 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 oh. Mann, 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 ehrlich. Das ist ja wieder so ein Abend, ne? Sind ja wieder nur Männer und eine Frau, das ist ja oft so, ne?
Ich werde ja oft gefragt, Farrusha, Sie sind ja eine der wenigen weiblichen Kabarettistinnen in Deutschland. Dann sage ich mal, ja, das stimmt. Die anderen Kabarettistinnen sind alles Männer. So, und da fragt man sich auch, wie kommt das? Ne? Und wir Frauen, da guckt man erstmal, wie sieht die aus? Ist die überhaupt lustig? Was macht die überhaupt noch hier abends? Man kann doch mittlerweile bis 22 Uhr einkaufen. Ne? So. Und Männer, die kommen so raus, denen hört man sofort gespannt zu. Und ich weiß jetzt auch, warum. Weil die sonst nicht reden. Das ist doch klar, ne? Sind sie hier im Saal, sagt keiner was. Ne? So, und deswegen habe ich mir mal vorgestellt, wie das wäre, ein Mann zu sein. Wäre so gern ein Mann, dann würde ich schweigen. Das ist das letzte Lied von mir, aber ich habe nicht gesagt, wie lange das dauert. Hätte ich den Schnupfen, dürfte ich leiden, ich wäre ein Mann. Ich hätte Bindungsangst und Lisa, Ruth und Fee würden das glauben. Während sie weinen, würde ich an Tanjas Brüsten rumschrauben. Ich würde im Stehen urinieren und an den Füßen nie mehr frieren. Doch eins, das will ich nicht. Ich will keine Erektion im Freibad. Das wäre mir sehr wahrscheinlich eher peinlich. Im Freibad, im Vollen, wäre dann mein kleines Glied geschwollen. Wer will denn sowas sehen? Nein, das fände ich nicht schön. Ich wäre ein Opfer der Biologie. Padden da, padden die. Ich wäre so gern ein Mann, ich würde im Baumarkt wohnen, in der Holzabteilung, ich hätte eine gute Wundfleischheilung. Ich würde im Alter immer schöner und dürfte pupsen nach dem Döner. Ich hätte einen Schnäuzer und würde ihn abrasieren, weil das scheiße aussieht. Ich müsste auf öffentlichen Klos nicht lange stehen und dürfte endlich mal einen Puff von innen sehen. Müsste nie mehr bei Titanic heulen, hätte vorne Haare statt zwei Beulen, bekäme tosenden Applaus, räumte ich die Spülmaschine auch mal aus. Eins, das will ich nicht, ich will keine Erektion. Freibad. Das wäre mir sehr wahrscheinlich eher peinlich. Jetzt alle oder nur mal Tobias. Und eins, das will ich nicht. Alle zusammen. Ich will keine Erektion in Frankfurt. Dankeschön. Vielen Dank. Barbara Rutter. Dankeschön. Hey, Dankeschön. Dankeschön. Ah. Zum Wohle. Prost. Prost. Komm, so viel Zeit muss sein. So viel Zeit muss sein. Verrückter Abend. Ingo Appelt wäre gerne Frau, du wärst gerne Mann. So ist das. Wärst du gerne Ingo Appelt? Natürlich. Ja, weil? Er sitzt ja da, was soll ich denn jetzt sagen? Ingo, natürlich, natürlich. Sag mal, Sigmund Freud hat ja den Begriff des Penis-Nights festgestellt, dass ihr das habt, ihr Frauen, dass ihr gemerkt habt, ihr habt gar keinen und jetzt diesen Neid habt. Angeblich, ja. Hängt das mit deiner Thematik ein bisschen zusammen, würdest du sagen? Ja, ich meine, man macht sich schon so Gedanken. Männer sind ja doch, ticken ja doch ein bisschen anders. Zum Beispiel grillen, ne? Wer grillt gerne hier von den Männern? Ne, guck mal hier, guck dir das mal an. Mhm. Was ist denn daran toll, frage ich. Ja, man hat so das Gefühl, wie früher, man sollte mal vor der Höhle sein, weißt du, und für die Leute drin das Essen daran machen und das ist alles roh. Und ja, das aber ist weißt so du, die stehen da und sagen nichts. Weißt du, warum der Mann am Grill schweigt? Warum?
Weil er sich schämt, dass er die Wurst nicht selbst gejagt hat. Oder, Tobias? Hübsch. So ist es doch. Sag mal, Thema Handys. Ich habe da jetzt was ganz Großartiges gesehen, und zwar, das ist hier vorne um die Ecke gewesen, es gibt relativ große Handys, die sind an die Wand festgemacht, festgenagelt. Nein. Und du brauchst also, wenn dein eigenes Handy brauchst du gar nicht mehr mitzunehmen. Das ist ja... Du wirfst oben Geld rein und kannst mit diesem Handy dann auch Leute anrufen. Nein. Ich sag, das ist eine super Idee, dann kommen wir endlich mal los von diesen Handys, sondern haben diese Handys überall rumstehen, die gibt es dann auch in so Kabinen, weißt du, da kannst du reingehen und da hängt ein Handy fest, du wirfst Geld ein und rufst an. Das ist ja cool, das ist ja wie mit diesen Caravans. Diese Caravans, ja, so, weißt du, so die du, ja eigentlich Wohnwagen, mit denen du fährst, ja. Ne? Aber es gibt ja immer diese Stellplätze für die, weißt du. Ja. Weißt du, ich meine, warum kaufst du dir einen Wohnwagen, um ihn dann irgendwo hinzustellen? Das ist ja im Prinzip der gleiche, oder? Kannst du nicht nachvollziehen. Das ist ja krank. Es gibt ja drei Krankheiten. Ne? Größenwahn, Verfolgungswahn und Karawan. Finde ich. Das ist meine. Da denken wir jetzt drüber nach, meine Damen und Herren. Das war Barbara Ruscher. Dankeschön, Barbara. Tschüss.